manchmal, ne? Ja, Vicky. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video. Und heute darf ich dir mal die Vicky vorstellen. Die Vicky ist ein Working Cocker, die ist 9 Wochen alt und sie wird bald nach Portugal gehen. Dort macht sie dann Agility, wenn sie groß ist. Und in der Zeit, bis sie, bis sie dorthin ausreisen darf, mache ich ein bisschen was mit ihr. Und heute steht auf dem Programm Konditionierung auf den Klicker. Ich wünsche viel Spaß beim Zuschauen und ich lasse die Vicky jetzt einfach noch mal eine Runde laufen, dass sie noch mal pinkeln kann und dann geht's gleich los. Okay, also im ersten Trainingsschritt mache ich nicht mehr, als den Klicker auszulösen und der Vicky direkt ein Leckerli dafür zu geben. Ganz wichtig am Anfang der Konditionierung auf das Geräusch ist wirklich, dass das Futterstück unmittelbar nach dem Klickgeräusch kommt. Nur so kann der Hund wirklich das Geräusch mit der Belohnung verknüpfen. Jetzt am Anfang sieht man, dass Vicky natürlich nur auf meine Hand fokussiert ist, wo ich das Futter drin habe. Das wird aber im späteren Verlauf noch besser. Da sieht man dann plötzlich, dass sie zu der Hand schaut, in der ich den Klicker habe. Und daran habe ich dann gemerkt, dass sie wirklich verstanden hat, dass Geräusch bedeutet, jetzt gibt es eine Belohnung. Und wichtig ist auch, dass nach jedem Klick es immer eine Futterbelohnung gibt. Auch wenn du aus Versehen geklickt hast, immer nach einem Klick dem Hund ein Futterstück geben, weil sonst die Wichtigkeit dieses Geräusches bei deinem Hund nicht mehr so hoch ist und nachlässt und am Ende das ganze Klickerprinzip gar nicht mehr so funktioniert. Eine weitere Möglichkeit, um herauszufinden, ob der Hund das Geräusch mit Futter verknüpft hat, ist, wenn dein Hund bei dir in der Nähe ist, aber mit seinem Fokus nicht bei dir, sondern einfach in der Gegend herumschaut. Du klickst einmal und der Hund schaut direkt nach dem Klick zu dir. Dann weißt du, er hat den Klick verstanden und verstanden, dass es dafür auch eine Futterbelohnung gibt. Ja, da kommt das Geräusch hin, ne? Ah, sehr schön. Jawohl. Eine Runde geht noch. Eine Runde geht noch. Ja, komm her, bitte. Komm her. Ja, geht doch. Gut. Wow, voll gut. Jetzt hast du es raus, ne? Gut, okay, jetzt reicht's, Vicky. Also wenn man jetzt gerade schön sehen konnte, schaut sie immer auf meine rechte Hand, wo ich den Klicker habe.
Und sie hört natürlich das Geräusch und dann bekommt sie das Leckerli. Also ich glaube, jetzt hat sie so langsam die Verknüpfung hergestellt, dass das Geräusch bedeutet, dass sie ein Leckerli bekommt. Ich höre jetzt auf, jetzt kann sie dann auch mal noch drüber nachdenken und dann geht es nächste Woche weiter mit dem Training mit Vicky hier. Ja, und wenn ihr das Video gefallen hat, dann würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen. Und wenn du das erste Mal hier bist und vielleicht auch noch mehr von Vicky sehen möchtest, bevor sie geht nach Portugal, dann abonniere den Kanal, drück auf die Glocke, dann wirst du auch benachrichtigt, wenn es ein neues Video von Vicky gibt oder ein anderes Video von uns. Okay, dann bis zum nächsten Mal, dein Sven.